Herzlich willkommen zur akademischen Mittagspause. Heute Professor Dr. Christian Witschel vom Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik. Die mörderische Schlacht gegen die Iotungen im Jahr 260 nach Christus. Der Augsburger Siegesaltar. Letzte Woche hatten wir uns mit der Schriftentwicklung in frühen Hochkulturen beschäftigt. Nun springen wir einige tausend Jahre voraus in das Römische Reich des 3. Jahrhunderts nach Christus. Zu dieser Zeit ist die Schriftentwicklung soweit abgeschlossen, auch im Römischen Reich. Man benutzt das lateinische Alphabet, auf dem unser heutiges Alphabet aufbaut. Insofern geht es heute nicht mehr um die Schriftentwicklung, sondern um die Frage, wie bestimmte Schriftzeugnisse einem Historiker, wie mir, bei der Rekonstruktion geschichtlicher Prozesse helfen können. Welche Quellen hat denn ein römischer Historiker zur Verfügung? Zunächst einmal wird er auf die literarischen Quellen blicken, etwa auf die Geschichtsschreibung, die Historiografie oder auf die Biografien bedeutender antiker Persönlichkeiten. Allerdings haben diese literarischen Quellen auch ihre Fehlstellen. Viele Dinge, die einen antiken Elitenautor nicht interessiert haben, werden bei ihnen gar nicht behandelt. Vieles, was etwa das römische Alltagsleben betrifft, wird in solchen Texten weitgehend ausgespart. Hier hilft nun die antike Gewohnheit weiter, ganz eigentümliche antike Gewohnheit, nämlich wichtige Botschaften in Form von Inschriften aufzuzeichnen. Was sind Inschriften? Es gibt verschiedene Definitionen. Ich habe mal eine mir sozusagen selbst gestrickt, die ganz einfach ist, aber hoffentlich für unseren riesigen Zusammenhang ausreicht. Also nach meiner Definition wäre eine Inschrift ein aufgrund einer bewussten Entscheidung in ein dauerhaftes Material, Stein, Bronze etwa, gefasster Text, der zur Präsentation an ein Publikum, sei es größer, sei es kleiner, bestimmt war. Und eine solche inschriftlich gefasste Botschaft brachte den Zeitgenossen Personen, Maßnahmen und Ereignisse vor Augen und sicherte die Erinnerung an solche für die Nachwelt. Wir haben also einen kommunikativen und einen kommemorativen Aspekt, der bei der Aufzeichnung solcher Texte in dauerhaften Materialien eine Rolle spielt. Dass die Texte in dauerhaften Materialien aufgezeichnet wurden, etwa in Stein gemeißelt wurden, hat für uns den Vorteil, dass sich zumindest ein Teil dieser Texte erhalten hat, Stein überdauert Zeiten. Und so kennen wir aus dem Römischen Reich, keiner hat sie je genau gezählt, etwa 500.000 bis 600.000 solcher Inschriften. Das ist also schon eine gewaltige Masse, mit der man als Historiker auch gut arbeiten kann. Das ist eine der bedeutendsten Texte, etwa die inschriftlich aufgezeichneten Res Gestae, der Tatenbericht des Augustus an einer Tempelwand in der heutigen Türkei. Auch diesen Text würden wir nicht kennen, wenn man sich nicht dazu entschlossen hätte, ihn in Stein zu meißeln. Aber gehen wir etwas näher heran, auch über das römische Heidelberg, über die Personen, die hier gelebt haben, über die Götter, die hier verehrt wurden, über die Truppen, die hier am Beginn der römischen Zeit standen, wüssten wir fast nichts, sehr wenig, wenn wir nicht entsprechende Inschriften hätten, aus denen wir etwa erfahren, welche Personen hier begraben worden sind oder welche Gottheiten etwa oben auf dem Heiligen Berg verehrt worden sind. Allerdings, bei den allermeisten dieser römischen Inschriften handelt es sich, wie auch im Beispiel dieser beiden, um sehr knappe Texte, sehr formelhaft formulierte Texte, vor allen Dingen Grab- und Reihe-Inschriften, die schon wichtige Informationen bieten, die aber auch anderes, was uns interessieren würde, auslassen. So nennt etwa kein erhaltener Text, den wir haben, den römischen Namen von Heidelberg, den wir gerne kennen würden. Dennoch, gerade für Epochen, Zeiträume, die durch die literarischen Quellen eher schlecht beleuchtet sind, können Inschriften wichtige Informationen auch zur Ereignisgeschichte beisteuern. Manchmal, in seltenen Glücksfällen, gibt es sogar spektakuläre Informationen, die wir vorher nicht hatten, durch einen einzigen Inschriftenneufund. Und einen solchen Fall möchte ich Ihnen heute vorstellen. Er betrifft einen besonders turbulenten Zeitraum der römischen Geschichte, nämlich die Entwicklung des Imperium Romanum im 3. Jahrhundert nach Christus. Um es ganz knapp auf den Punkt zu bringen, wir haben ja nicht so furchtbar viel Zeit, es sind zwei Hauptprobleme, die das Römische Reich in dieser Zeit betreffen. Das eine ist erstmals eine Mehrfrontenbedrohung. Das sind hier oben germanische neue, sich herausbildende germanische Großverbände, Franken, Alamannen,
Das sind die Goten, die hier gar nicht eingezeichnet sind, die aber auch Probleme machen an der unteren Donau. Und das ist an der Ostgrenze, streichen Sie bitte hier das Wort Parther, die sind nämlich gar nicht mehr da zu dieser Zeit, das sich im frühen 3. Jahrhundert neu herausbildende Neupersische Reich der Sassaniden mit seiner aggressiven Außenpolitik. Diese Mehrfrontenbedrohung führt dazu, dass die Kaiser ein Problem bekommen, die römischen Kaiser, die können nämlich nicht mal an allen Stellen gleichzeitig sein. Das wird aber von ihnen verlangt. Wenn es irgendwo einen Einbruch gibt, muss der römische Kaiser vor Ort sein, die Truppen anführen, die Bevölkerung beruhigen. Wenn man keinen Kaiser vor Ort hat, dann, und das passiert im 3. Jahrhundert recht häufig, dann macht man sich einen Kaiser. Man erhebt einen eigenen Kaiser, es kommt zu Usurpationen. Diese wiederum führen in Bürgerkriege und diese wiederum haben fatale Folgen für die Stabilität des Reiches. Die Zahl der Kaiser steigt dramatisch an. Korrelierend dazu, die Lebenszeit des einzelnen Kaisers nimmt dramatisch ab. Von den über 50 Herrschern des mittleren 3. Jahrhunderts ist ein einziger im Bett gestorben. Alle anderen sind auf die eine oder andere Weise ins Leben gebracht. Das mag genügen, um die Dramatik der Zeitläufe anzuzeigen. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts, 253, gelingt zunächst eine gewisse Stabilisierung. Eine Familiendynastie kommt ans Ruder. Der Seniorkaiser Valerianus, der Juniorkaiser, sein Sohn und Mitherrscher Gallienus und sogar der Enkel wird noch mit einbezogen. Sie haben die Namen und Daten auch in einer kurzen Zusammenfassung auf ihrem Handout, weil ich das jetzt nicht alles nennen muss. Diese Dynastiebildung sorgt auch für eine Aufgabenverteilung. Valerianus widmet sich eher den Problemen im Osten, Gallienus ist derjenige, der für die Probleme im Westen zuständig ist. Da hat man die Sache zumindest schon immer auf zwei Schultern verteilt. Leider nützt es nicht so wirklich etwas, denn im Jahr 260 kommt es zu einem echten Annus Horribilis, einem Katastrophenjahr für das Römische Reich. Darüber wussten wir bisher schon ein wenig zumindest Bescheid. Das dramatischste Ereignis in diesem Jahr fand etwa zur Jahresmitte im Frühsommer statt, als nämlich der Kaiser Valerian, der Seniorkaiser, einen Feldzug im Osten des Reiches gegen die Perser unternommen hat und bei Edessa dem Perserkönig Schapur I. unterlegen ist und von ihm, und das war die höchste Demütigung, die man sich vorstellen konnte, von ihm gefangen genommen wurde. Und der Perserkönig, wie es dieses Relief, das berühmte Relief zeigt, hat dann später den römischen Kaiser in einem Triumphzug demütig vorgeführt. Das war eine gewaltige Erschütterung für das römische Reich. Hinzu kamen Germaneneinfälle, weitere Usurpationen und anderes mehr. Dieses Jahr 260 ist also eines der dramatischsten Jahre der römischen Geschichte. Aber es gab bisher in der Rekonstruktion dieser Geschichte noch eine Reihe von offenen Fragen. Einige davon haben sich beantworten lassen, andere auch nicht. Durch einen spektakulären Neufund, eben jenen, den ich Ihnen heute vorstelle. Im Jahre 1992 wurden bei Augsburg, was ja bereits eine wichtige römische Stadt war, Augsburg war die Provinzhauptstadt der römischen Provinz Raetia und in der Nähe dieser römischen Provinzhauptstadt, etwas nördlich davon, wurden bei Baggerarbeiten im Kiesbett des Lechs, das dort vorbeifließenden Flusses, wurde ein großer Stein von dem Bagger angetroffen. Sie sehen hier noch dieses kleine Loch, das ist die einzige Beschädigung dieser ansonsten wunderbar erhaltenen Steinaufreste. Da hat nämlich eine Baggerspitze, also eine Spitze der Baggerschaufel, sich hineingebohrt. Dann hat man Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, was man da gefunden hatte und hat diesen Stein zusammen mit seinem Sockel, da sehen Sie hier nicht drauf, bergen können. Das weist auch darauf hin, dass dieser Stein ursprünglich nicht allzu weit entfernt von der Stelle, wo er gefunden wurde, sicherlich sekundär abgetragen wurde, aber nicht allzu weit entfernt davon gestanden hat. Und Sie sehen auf den ersten Blick, wir gehen gleich noch näher darauf ein, dieser Stein trägt eine lange Inschrift, eine Inschrift, die tatsächlich in vieler Hinsicht sensationell war. Bevor wir uns der Inschrift, den Texten der Inschrift zuwenden, wollen wir aber zunächst anschauen, wie denn eigentlich der Inschriftenträger, also das Monument selbst, geschaffen war. Denn auch an diesem Träger kann man eine ganze Geschichte, eine Artefaktbiografie, wie wir das in unserem Sonderforschungsbereich so schön nennen, ablesen. Das beginnt schon einmal damit, wenn wir auf die Seitenflächen schauen. Die Seitenflächen dieses Steins waren verziert mit Reliefdarstellungen, die man leicht deuten kann. Hier ist die Siegesgöttin Victoria, die hier den Siegeskranz dargestellt, mit einem hier vor ihr kauernden, nackten Barbaren.
eine in der römischen Ikonographie deutlich ablesbare Schütze für Sieghaftigkeit eben über jene Barbaren und auf der anderen Seite die gerüstete Gestalt mit Schild und Lanze, das ist der Kriegsgott Mars. Und das ist nicht ganz sicher, es könnte sein, dass da auf diesem Monument keine klassische Altarbekrönung, also keine Opferschale angebracht hat, dann haben wir nämlich keine Spuren, sondern eventuell eine Statue der geflügelten Siegesgöttin Victoria angebracht hat. Das, wenn das so wäre, würde die Botschaft dieses Steines noch weiter verdeutlichen, dann wäre auch jedem, der die Schrift nicht lesen konnte, und das waren im Römischen Reich ziemlich viele, wäre auch jedem von diesen sofort klar gewesen, es handelt sich hier um ein Siegesmonument. Es wird ein römischer Sieg, die Siegesgöttin der Kriegsgott Mars, über Barbaren verherrlicht. Diese einfache, eingängige Botschaft war allein durch den visuellen Apparat dieses Denkmals leicht erkennbar. Etwas anderes ist auch interessant, bei sehr genauem Hinsehen, ich fürchte, Sie werden es nicht so ganz genau sehen, das ist jetzt eine Detailaufnahme der obersten Zeile der Inschrift, kann man nämlich hier ganz vereinzelt, hier und auch hier, da sind mit am deutlichsten Reste von Buchstaben sehen, die nur noch sehr undeutlich zu erkennbar sind, aber ganz eindeutig Reste einer früheren Inschrift darstellen. Dieser Stein ist also nicht eigens für den Anlass, als man die große Inschrift angebracht hat, neu herausgehauen worden, sondern man hat sich eines früheren Steins bedient, diesen wiederverwendet, die frühere Inschrift komplett abgemeißelt, nicht ganz so komplett, deswegen sieht man noch einige wenige Reste davon, und dann die neue Inschrift, die mit der wir uns jetzt beschäftigen, darauf aufgetragen. Man hat diesen früheren Stein aber offensichtlich ganz bewusst ausgesucht, weil eben die Reliefdarstellung, auch die gehört zum ersten Stadium dieses Monuments, sich so gut eigneten für den Text, den man jetzt neu hat. Eine solche Wiederverwendung von früheren Denkmälern ist etwas, was gerade seit dem 3. Jahrhundert im Römischen Reich stark zunimmt. Und ein letztes, einige Passagen dieses Textes, ich hoffe, das können Sie hier einigermaßen erkennen, sind dann später, nachdem der Text aufgebracht worden war, wiederum ausgemeißelt worden. Das betrifft zwei Zeilen hier und das betrifft größere Passagen hier in der letzten Zeile. In Ihrer Umschrift, die Sie vor sich haben, können Sie das an den doppelten eckigen Klammern erkennen. Das ist das Zeichen, das man in der wissenschaftlichen Transkription dafür verwendet, um anzudeuten, dass hier Texte ausgemeißelt worden sind. Warum es zu einer solchen Ausmeißelung kam, das wird uns später noch beschäftigen. Im Moment reicht die Tatsache, dass Gott sei Dank für uns, derjenige, der damit beauftragt war, diese Ausmeißelung vorzunehmen, das nicht sehr gründlich gemacht hat. Er hat den Stein nicht sehr tief abgegraben und deswegen sieht man in den ausgemeißelten Zeilen bei sehr genauem Hinsehen noch den Text, der da einstmals gestanden hat. Das heißt, was Sie da lesen auf Ihrem Blatt, ist kein Fantasieprodukt, sondern lässt sich am Stein verifizieren. Wer das tun möchte, hier können Sie es nicht tun, ist herzlich eingeladen, mal zu uns ins Seminar zu kommen, in der Marschallhof unten. Neben meinem Dienstzimmer hängt ein Abguss dieses Altares. Bei günstigen Lichtverhältnissen können Sie diese ausgemeißelten Passagen dort sehr gut erkennen, also das ist verifiziert. Jetzt aber zum Text selber. Ich lese Ihnen einmal den Text ganz kurz vor, Sie haben ihn ja vor sich, und dann schauen wir uns einzelne Passagen näher an. Also, zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses, der Siegesgöttin Victoria geweiht, weil die Barbaren von Stamm der Semnonen oder auch der Jutungen am 24. und 25. April niedergemacht und in die Flucht geschlagen worden sind. Von den Soldaten der Provinz Rätien, aber auch von den Germanicani sowie von einer Gruppe von Populares, wobei viele tausende Gefangene aus Italien befreit wurden, haben eingedenk ihrer Gelübde Marcus Simplicius Genialis, ein Vir Perfectissimus, handelnd anstelle des Statthalters, und dasselbe hier gerne mit Recht diesen Altar aufgestellt. Eingeweiht am 11. September des Jahres, als der Imperator, unser Herr, der Kaiser Postumus sowie Honoratianus Konsul war. Schauen wir uns einzelne Passagen, die besonders interessant sind, näher. Die Schlacht selbst am 24. und 25. April, vermutlich des Jahres 260, wird jetzt zu weit führen, um zu erklären, wie man auf die Datierung kommt. Sie ist nicht ganz unumstritten, aber wir nehmen sie jetzt im Moment als gegeben an.
Von dieser Schlacht wussten wir vorher noch überhaupt nichts. Hier haben wir tatsächlich einmal ein Beispiel dafür, dass eine einzige Inschrift uns ein doch nicht ganz unwichtiges Ereignis in der zweitägigen Schlacht völlig neu ans Licht bringen kann. Die gesamte übrige Überlieferung weiß hiervon nichts. Diese Schlacht hat mit einem römischen Sieg geendet, sonst hätte man natürlich diesen Siegesaltar gar nicht aufgestellt. Und bei diesem Sieg, bei dem die Barbaren niedergemacht worden sind, sind auch viele tausende Gefangene befreit worden. Die Zahlen müssen wir nicht so ernst nehmen, antike Autoren und auch solche Autoren von Inschriften neigen zu übertreiben, sagen wir einfach viele Gefangene, und zwar aus Italien, auch das ist interessant. Das bedeutet nämlich, dass diese Gruppe von Barbaren offensichtlich bereits auf dem Rückweg war, als sie in der Nähe von Augsburg von dem römischen Heer gestellt wurde. Sie waren bereits bis Italien durchgebrochen, hatten dort viele Gefangene gemacht und waren dann sehr viel langsamer. Diese Gefangenen halten natürlich auf den Marsch, sehr viel langsamer bereits auf dem Rückweg, hatten es schon fast geschafft, wieder bis ins freie Germanien, als sie kurz vor der Grenze von dem römischen Statthalter gestellt worden sind. Solche tiefen Einbrüche mobiler, relativ kleiner Germanengruppen, die vor allen Dingen auf Plünderung, auf Beute aus waren, bis tief in das Römische Reich, sind im 3. Jahrhundert keine Seltenheit, zeigen nur zwei besonders spektakuläre Fälle, die Horte, die Ansammlung von Beute, die bei der Verquerung des Rheines, ebenfalls auf dem Rückweg von solchen Germanengruppen verloren wurden, bei Neupotz und Hagenbach, das ganz in der Nähe, heute im Museum Speyer zu sehen. Und Sie können sehen, man kann ja ziemlich genau rekonstruieren, diese Einfälle reichen bis tief in den Süden Galliens. Ein ähnliches Szenario haben wir uns eben auch hier vorzustellen, bei dem, was hier berichtet wird. Wer waren nun die Truppen, die auf römischer Seite diesen Sieg errungen haben? Die werden relativ ausführlich vorgestellt. Die Soldaten der Provinz Raetia, man hat also offensichtlich mehrere Truppen, alles was man so kriegen konnte, zu einer Heeresgruppe zusammengezogen. Dann wird eine Gruppe genannt, die Germanikiani heißt. Sie haben vorhin gemerkt, ich habe das nicht übersetzt, weil hier schon ein gewisses Interpretationsproblem liegt. Vermutlich sind das Soldaten aus der Nachbarprovinz von Raetien, aus Germania Superior, der Provinz, in der wir hier sitzen. Also man hat offensichtlich, weil Not am Mann war, auch Truppen aus der Nachbarprovinz herbeigeordnet. Und dann besonders umstritten die Populares. Da steckt das Wort Populus drin, das muss also irgendwas mit Volk zu tun haben. Eine Art Volksaufgebot, Milizenähnliches mehr, das ist die wahrscheinlichste Erklärung, die auch zeigt, zu welchen Notmaßnahmen man in dieser Zeit greifen musste, um genügend Soldaten zusammenzukommen. Also die statische Grenzverteidigung, die man bis dorthin hatte, der Limes, Kastelle am Limes, die sollen die Germanen aufhalten, die funktioniert nicht mehr. Die Germanen brechen durch, sie sind hochmobil, sie können bis nach Italien vordringen, man kann sie am besten stellen, wenn sie auf dem Rückweg sind. Und dann kann man sie stellen, indem man eine ganze Heeresgruppe aus verschiedenen Einheiten zusammenzieht, um ihnen den Rückweg zu versperren. Das scheint hier geschehen zu sein. Weiterer ganz interessanter Aspekt, der viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Wie werden denn nun die Germanen eigentlich bezeichnet, der Gegner? Barbaren vom Stamm, von der Gens. Und dann kommt eine Doppelbezeichnung, die eine gewisse Unsicherheit auf römischer Seite verrät, wie man diesen Gegner denn nun zu benennen hat. Entweder der Senon oder auch, beziehungsweise, da kann man die Siebe übersetzen, der Jutungen. Das ist interessant, die Senonen, das ist eine ganz alte, traditionelle, gut eingeführte Stammesbezeichnung, die wir schon aus der frühen Kaiserzeit kennen, einfach aus der Germania des Tacitus. Die sitzen hier im Elbegebiet, im Gebiet der Elbgermanen, also eine Gruppierung, die auf römischer Seite gut bekannt war. Die Jutungen hingegen tauchen hier zum allerersten Mal in einem römischen Text auf. Hier handelt es sich offensichtlich um die Neuformierung germanischer Großverbände, die sich gerade in solchen Kriegszügen, die ins Römische Reich unternommen werden, neu formiert haben. Es ist nicht ganz klar, ob es sich bei Jutungen um eine Eigen- oder eine Fremdbezeichnung handelt. Auch die Deutung ist sehr unsicher, heißt es etwas wie jungen Männerbünde. Auf jeden Fall werfen wir hier eine Art Momentaufnahme in den Prozess der Neuformierung germanischer Großverbände, der sogenannten Ethnogenese, die sich auf germanischer Seite vollzieht. Auch dafür ist dieser Stein ein hervorragendes Zeugnis. Und schließlich für die historische Interpretation sehr wichtig sind auch die Passagen, die man ausgemeißelt hat. Jetzt kommen wir nochmal auf die kurz zu sprechen. Das ist zum einen die Passage, in der der Statthalter, dieser Marcus Sicinius Genialis,
mit seinem Heer genannt wird. Die hat man sehr sorgfältig gern zu zwei Zeilen ausgeführt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Die Erklärung dafür, warum man das getan hat, verbirgt sich nämlich in der Datierungsformel ganz am Ende. Der Altar, Sie werden es schon gemerkt haben, ist ja nicht direkt nach der Schlacht aufgestellt worden. Die Schlacht war am 24. bis 25. April. Der Altar wurde erst am 11. September, also etwa ein halbes Jahr später, errichtet. Zu dieser Zeit hatten sich offensichtlich schon wichtige Veränderungen vollzogen. Man datiert ja römische Inschriften nach den jeweiligen Konsuln des Jahres, die dem Jahr den Namen geben. Und als man den Altar am 11. September aufgestellt hat, datiert man nicht mehr nach den regulären Konsuln dieses Jahres, die der Kaiser Valerian bzw. Galien eingesetzt hatte, sondern nach einem Mann namens Postumus und dessen Kollegen Honoratianus. Was war geschehen? Noch im Sommer 260, als die Nachricht von der Katastrophe des Valerian, die Gefangennahme des Valerian im Osten, in den Westen hinüberkam, hat es weitere Usurpationen gegeben. Eine solche Nachricht hat natürlich die Herrschaftsgrundlage des Kaiserhauses tief erschüttert. Und eine dieser Usurpationen war erfolgreich. Ein Mann namens Postumus, das ist genau derjenige, der hier angesprochen ist, hatte sich erhoben in Köln, hatte dort den dort verbliebenen Sohn des Gallienus beseitigt und hatte eine eigene Herrschaft gegründet, der sich rasch wichtige Provinzen im Westen, Italien, Gallien und Hispanien, angeschlossen haben. Das sogenannte gallische Sonderreich ist dann entstanden. Gallienus, der war ja noch da, dem blieben nur die Donauprovinzen, Italien, Afrika, also immer noch ein wichtiger Teil des Reiches. Aber es ist zu einer Zweiteilung gekommen. Und das ist jetzt wieder völlig neu, das wissen wir erst seit wir diesen Altar kennen. Offensichtlich hatte sich noch im Sommer 260 auch die Provinz Rätien unter diesem Statthalter, der noch im Frühjahr unter dem Oberkommando des Gallienus diesen wichtigen Sieg erfochten hat, im Sommer hatte auch er sich dieser Usurpation angeschlossen. Auch Rätien war ein Teil dieses Sonderreiches. Wie gesagt, das ist eine neue Information. Allerdings kann das nicht sehr lange gedauert haben, dass es Teil dieses Sonderreiches war, denn nur so lassen sich diese Ausmeißelungen erklären. Die Ausmeißelungen deuten darauf hin, dass, wie wir auch aus anderen Quellen wissen, es einige Jahre später, so um 263 herum, zu einem Bürgerkrieg kam zwischen Gallien und Postumus. Gallienus war am Anfang erfolgreich, wurde dann aber verletzt und musste sich zurückziehen, aber offensichtlich ist es gelungen, die Provinz Rätien zurückzuerobern und deswegen hat man dann den Namen des Gegenkaisers und auch des abtrünnigen Statthalters, der die Provinz Rätien in dieses Sonderreich geführt hatte, sorgfältig auf der Inschrift ausgemeißelt. Man hat also auch sehr genau darauf geachtet, was da drauf stand. War nicht völlig unerheblich, was da drauf stand. Das sieht man gerade in solchen Ausmeißelungen sehr gut. Letzter Punkt. Wie können wir das, was wir hier erfahren haben, in einen größeren historischen Zusammenhang einordnen? Es gibt einen wichtigen weiteren Vorgang in unserer Region hier, der etwa zur selben Zeit stattfindet. Und das ist nämlich die Aufgabe dieser Struktur des obergermanisch-städtischen Limes, also dieser Grenzstruktur, die hier so quer durchs Land zwischen Flüssen Rhein und Donau verläuft, eben jener Grenzstruktur, die sich gerade in diesen Jahren als zunehmend brüchig, als durchlässig erwiesen hatte, die immer wieder durchbrochen worden war. Die strategischen Nachteile hatten sich ja sehr deutlich gezeigt und jetzt hat man sich offensichtlich endgültig auf römischer Seite dazu entschlossen, diese Strukturen aufzugeben und die Grenzen wieder auf die Flüsse Rhein und Donau zurückzuverlegen, wo dann in der Spätantike die Grenzen des Römischen Reichs. Dieser Vorgang wird als Limesfall bezeichnet. Er ist für die regionale Geschichte sehr wichtig, allerdings für die Reichsgeschichte war offensichtlich so unbedeutend, dass keine unserer literarischen Quellen dieses Ereignis auch nur erwähnt. Es wurden keine ganzen Provinzen aufgegeben, sondern nur Teile von diesen und insofern geht er mehr oder minder unter in der Überlieferung. Das ist für uns jetzt heute ein Problem, wenn wir diesen Vorgang rekonstruieren wollen. Man hat ihn auch sehr unterschiedlich rekonstruiert. Das ist die Ansicht der früheren Forschung und auch noch eines Teiles der neuesten Forschung, dass nämlich die Germanen die Schuldigen gewesen wären. Die Germanen hätten Kastell für Kastell am Limes überrannt. Es habe einen wilden germanischen Limessturm gegeben. Das ist auch nicht völlig ausgeschlossen, aber der Augsburger Siegesaltar erlaubt uns vielleicht noch ein Gegenmodell. Das ist ein Modell, das ist nicht direkt durch den Text abgesichert, aber ein Gegenmodell zu entwerfen, indem wir die verschiedenen Informationen, die wir erfahren haben, noch einmal zusammennehmen. Also, die Erfahrung, die man auf römischer Seite gemacht hat, solche tiefen Einbrüche lassen sich an der Limesgrenze nicht aufhalten. Man kann sie ja höchstens auf dem Rückweg stoppen und es ist besser, die
der einzelnen Truppen zu größeren Heeresverbänden, wie eben jenen, der dabei Augsburg besiegt hat, zusammenzuziehen, um solche mobilen Truppen zu bekämpfen. Wir wissen inzwischen auch, für eine kurze Weile zwischen 216 und etwa 263 haben sowohl Germanius Superior als auch Rätien, die beiden Provinzen, die Anteil an diesen Limes haben, unter einer Herrschaft gestanden, unter der des Postumus. Danach waren sie geteilt unter Gallien und Rätien unter Postumus Germanius Superior. Und wir wissen von Postumus, dass er großen Druck hatte, er brauchte dringend Truppen, sowohl gegen die Germanen als auch gegen den ja schon befürchteten Angriff des Gallienes. Und insofern scheint es mir am wahrscheinlichsten, dass es eben jeder Postumus war, der kurz nach 260 die Entscheidung getroffen hat, wir geben diesen Limes auf, wir ziehen die noch verbliebenen Truppen von dort ab, wir formieren die Heeresverbände neu, wir überlassen dieses Gebiet rechts des Rheins, nördlich der Donau, auch administrativ mehr oder minder sich selbst, indem wir die administrativen Strukturen von dort abziehen. In der Folge ist das kaum anders zu bewerten, als die bisherige Forschung das getan hat, aber es macht doch einen kleinen Unterschied, ob das Ganze einfach von Germanen überrannt worden ist oder zumindest einigermaßen regelhaft geplant und auch organisiert durchgeführt von römischer Seite aus geräumt worden ist. Letzteres wäre die Alternative, die ich nach wie vor bevorzugen würde. Und Sie konnten hieran sehen, hoffentlich sehen, wie ein einziger neuer Fund natürlich zum Teil auch neue Fragen aufwirft. Manche der Fragen, die der Augsburger Siegesaltar aufwirft, hatten wir vorher noch gar nicht gestellt, weil wir gar nicht wussten, dass es sie eigentlich gab. Also er stellt neue Fragen auf, aber er beantwortet auch nicht alle unsere alten Fragen, aber er hat doch ein völlig neues Licht auf eine bis dahin recht dunkle Epoche geworfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.